قال المصنف: ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. Er sagte, und das Gebet ist nicht richtig oder nicht gültig, wenn man etwas anderes außerhalb des Mushafs von Uthman liest. Es gibt verschiedene Qiraat oder verschiedene Rezitationsarten. Welche richtig ist, ist die Rezitationsart oder ist der Mushaf, sagen wir es mal so besser, ist die Rezitation und die Qiraat aus dem Mushaf von Uthman, welche er gesammelt hat. Und heutzutage in allen Ländern und alle Masahif, die bekannt sind, sind der Mushaf von Uthman. Abgesehen davon, ob es jetzt zum Beispiel Hafs an Asim ist oder Warsh oder Qalun und so weiter, diese alle sind ein Teil vom Mushaf von Uthman, den er gesammelt hat. Deswegen wird dieser Mushaf auch Al-Mushaf Al-Uthmani genannt oder Al-Rasm Al-Uthmani.